Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es weiter und zwar mit dem Und-Operator bzw. mit dem Und-Selektor. Der Und-Selektor ist sozusagen, wie man das eigene Ding wieder aufselektieren kann. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an. Ich zeige es euch am besten direkt einfach mal und zwar, wir machen hier was Eigenes wieder mal. Wir nehmen Punkt Box 3. Das sollten wir uns merken. Und hier rein stecken wir jetzt, keine Ahnung, was machen wir hier rein? Die Background Color machen wir. Background Color Doppelpunkt und die setzen wir jetzt mal auf grün. Jetzt wird's sehr bunt. Green, Yellow, richtig schön Giftgrün. Okay, so, das setzt unsere Background Color logischerweise auf Grün-Gelb. Und ja, was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir selektieren unsere Box 3 nochmal hier drin und zwar mit UND. Also dieses kaufmännische UND, also nicht irgendwie UND schreiben oder sowas, sondern das kaufmännische UND, dann könnt ihr hier direkt einfach weiterschreiben, als wäre nichts gewesen. Also ihr könnt zum Beispiel hier drin dann schreiben, ich zeige euch erstmal ganz kurz, wie das Ganze so fertig aussieht. Dann wird natürlich hier der Hintergrund in grün-gelb hinterlegt oder in giftgrün, wie man es nennen möchte, keine Ahnung. Und wenn ich jetzt hier natürlich hergehe und Background Color auf zum Beispiel was komplett anderes mache, beige mache, dann sehen wir hier, oh, der Hintergrund ist plötzlich beige. Wer hätte es gedacht? Ist eigentlich ganz klar, weil wir selektieren durch dieses UND überhaupt erst den Selektor hier außen wieder. Jetzt, warum ist das irgendwie sinnvoll? Wir werden in der kommenden, im kommenden Abschnitt von dieser Tutorial-Reihe werden wir sehen, was genau mit diesem Ding alles möglich ist. Das kann nämlich super gut in solchen Statements wie if oder sowas verwendet werden. Da werden wir haufenweise geiles Zeug sehen. Aber ich habe euch schon direkt eins mitgebracht, was auch geil ist, denn ein zum Beispiel Hover-Effekt, der lässt sich so schachteln, das heißt, ich muss nicht hier unten Punktbox 3 Hover schreiben, sondern ich habe alles in einem Paket hier drin. Das heißt, ich habe einen übersichtlichen Platz sozusagen, ein übersichtliches Ding, was nur für die Box 3 ist. Alles für Box 3 steht hier drin und sonst nirgendwo. Das heißt, ich muss nicht suchen oder sowas. Wenn ich jetzt allerdings einen Style gucke, brauche ich natürlich hier zwei Dinger, die nicht unbedingt beieinander stehen müssen, sondern die von mir aus auch komplett woanders stehen können. Und das ist halt sehr, sehr geil, weil dadurch kann ich das Ganze natürlich auch noch ein bisschen strukturieren. Und wie gesagt, wir werden noch weitere Anwendungszwecke dafür mitbekommen. Kurz noch eine Demo hier, wenn ich drüber hover, dann wird logischerweise hier eine andere Farbe dargestellt. Aber das sollte jedem klar sein. Okay, und ja, das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Ich wollte euch heute bloß diesen Operator hier ein bisschen näher bringen. Der wird jetzt vor allem in den nächsten paar Videos noch relevant werden und deswegen wollte ich ihn schon mal vorneweg einführen. Gut, dann war's das und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.